Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit euch dieses interaktive Video, dieses Tagesorakel, Tagesbotschaft, aber auch die Seelenbotschaft mit euch teilen. Die erste live, also nicht live, aber die erste hier aus Deutschland. Danke an alle, die ihr an mich gedacht habt, die ihr mir eine gute Reise gewünscht habt. Danke vor allen Dingen an die Leute, die den Heilungsprozess annehmen, die Leute, die wirklich bereit sind, im Hier und im Jetzt in Resonanz zu gehen, sich ein, zwei, drei Tage der Ruhe zu gönnen, wirklich den schmerzfreien Lauf zu lassen und dann zu starten und zu sagen, ich stehe immer wieder auf. Ich bin vorgestern aus Spanien, aus Mexiko angekommen, habe mir den gestrigen Tag gegönnt, um wirklich nur zu gammeln, im Bett zu liegen. 30 Grad Unterschied vom Klima her waren für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Seele echt extrem viel. Und ich habe wirklich nur ausgeruht. Heute Morgen bin ich aufgestanden, war mit meiner Freundin einkaufen, bin nach Hause gekommen und habe beschlossen, Alena, dein Heilungsprozess ist aktiviert. Du bist wirklich in der absoluten Vertrauensebene drin. Du weißt ganz genau, dass die geistige Welt dir eine wundervolle Aufgabe mit auf den Weg gegeben hat für die Zeit hier in Deutschland. Also nutze sie und aktiviere dich und zeige der Welt, wie wichtig es ist, im Vertrauen zu bleiben, sich von Gott oder an wen du glaubst, auch wirklich behütet zu fühlen und wirklich alles daran zu setzen und immer wieder in deine Energien zu kommen. Leute, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Danke, dass ihr mich so schön in Deutschland willkommen geheißen habt. Und alle, die ihr neu in meinem Kanal seid, ganz lieben Dank. Genießt einfach das Abenteuerreise hier bei uns in diesem Kanal. Denkt dran, jeden Sonntag 19 Uhr starten wir unseren Live-Chat. Okay, private Legungen, zielorientierten Therapien starten wie gewohnterweise. Also schreibt mich auch diesbezüglich an. Okay? Wichtig ist, dass wir jetzt schon mal heute vor allen Dingen die Tage nutzen werden, ab heute bis Ende der Woche, um Erzengel Raphael um Hilfe zu bitten. Zieht euch etwas Grünes an, okay? Zündet auch eine grüne Kerze an. Ihr seht das hier leider im Bild nicht ganz so toll. Ja, die Kameraeinstellung wird sich noch ändern. Aber ich lasse es am besten mal hier, okay? Bittet Erzengel Raphael, euch zu begleiten, euch zu heilen, euch die Kraft zu geben, ja, auch wirklich an diesen Dingen zu arbeiten oder diese Dinge zu konfrontieren, die ihr braucht. Bittet vor allen Dingen Erzengel Raphael, weil er ist ein Segen für alle, die Heilung bedürfen, die gesundheitliche Probleme haben, die Stabilität suchen, die auch anderen Menschen sehr viel helfen, gerade die Heiler, gerade die Kartenleger vielleicht auch, die Ärzte, die Mediziner, die Reiki-Meister, alle Menschen, die ihr Heilung seid für andere oder die ihr Heilung braucht. In dieser Hinsicht hilft euch Erzengel Raphael, zündet wirklich eine grüne Kerze an, zieht euch was Grünes an. Und bittet wirklich aus dem Herzen heraus, auch wenn ihr auf einer Reise euch befindet, dass Erzengel Raphael euch jederzeit begleitet und euch genau diese göttliche Energie gibt, die es gerade bedarf, okay? Erzengel Raphael arbeitet mit dem grünen Lichtstrahl, bringt euch ins Gleichgewicht, aktiviert euren Heilungsprozess und lasst es wirklich in Ruhe angehen. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß in all dem, was ihr heute macht, in den nächsten Tagen. Seid glücklich, gesund und fühlt euch reich, intern und extern. Okay, das ist schon mal die Tagesbotschaft, die Erzengel Raphael mir signalisiert hat. Und es wird auch vielleicht ein bisschen von dem einen oder anderen gefordert, ja, sich ein bisschen mehr zu engagieren, an euren Visionen festzuhalten, an euren Handlungen festzuhalten, immer und dann, wenn sie aus einer wirklich positiven Energie entstehen. Okay, wir fangen mal an. Die Tagesbotschaft, aber auch die Seelenbotschaft, die ganz wichtig ist, die du heute vielleicht hören solltest oder auch immer dann, wenn du dieses Video hörst, ja. Hier geht es darum, ich habe es euch gerade schon gesagt, Erzengel Raphael, ja, verlasse die gewohnten Kreise und schaue in die wahre Gegenwart und in die wahren Gefährten, die dich begleiten. Was heißt das? Deine Seele möchte dir einfach sagen, du hast Menschen vielleicht um dich herum, die dir nicht gut tun, ja, du hast vielleicht Strukturen, gerade in deinem Leben, die ungesund sind. Bitte und du wirst empfangen. Sei wirklich achtsam mit dem, wie du mit dir umgehst, sei achtsam, was du vielleicht sagst. Im Hier und im Jetzt darfst du wirklich ein bisschen deine Freunde beobachten, deinen Umkreis beobachten, dein familiäres Umkreis beobachten und dann dich ein bisschen mehr an dir selber engagieren, um zu schauen, was ist das, was du wirklich möchtest. Wieso ist das so wichtig? Weil in dir lebt eine Energie, die frei sein möchte. Eine sehr kreative Energie, eine sehr inspirierende Energie, ja? Und deine Seele oder die Seelenbotschaft möchte dir sagen, tauche in die Welt der Gefühle ein, tauche in die Welt der Emotionen ein, tauche in die Welt der Realität. Macht euch ein Versprechungsarmband, so wie ich. Ich habe ein rotes Armband, seitdem ich aus Mexiko abgereist bin.
und habe mir selber ein Versprechen gegeben. Und dieses Armband trage ich jetzt so lange, bis das mein Versprechen eingelöst ist oder so lange, wie Gott mir sagt, Alaina, es ist okay, du darfst es jetzt ablegen. Erinnert euch immer daran, was für Wünsche ihr habt, was für Ziele ihr habt, ja, woran ihr gerne arbeiten möchtet, was ihr loslassen möchtet. Macht euch wirklich ein Erinnerungsarmband oder einen Ring oder irgendetwas, was euch an euer Versprechen erinnert, welches ihr wirklich einhalten solltet. Deine Seele sagt, erwecke den Zauber der Kreativität, den Zauber des Vertrauens, den Zauber des Engagements, des Zaubers, deine eigene Persönlichkeit zu festigen und zu erreichen. Warum ist dieses wiederum so wichtig? Warum sagt deine Seele dir heute und Erzengel Raphael, dass du in dich hineinhorchen sollst? Es wird dir gesagt, weil auf irgendeine Art und Weise ist deine Seele in einem magischen Moment, ja, dein Sein zu aktivieren, die Magie, die Heilung, die hellseherischen Kräfte, die wahre Wahrheit zu sehen und dir aufzuzeigen. In der Vergangenheit hast du viel mehr gelacht. In der Vergangenheit warst du viel freundlicher vielleicht auch. In der Vergangenheit hattest du viel mehr Träume. In der Vergangenheit waren so viele tolle Sachen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Deine Seele hat angefangen zu weinen. Deine Seele hat angefangen, einen Schmerz zu spüren. Deine Seele fühlt sich gefangen im Hier und im Jetzt. Deswegen sagt deine Seele, aktiviere deine kreativen Kräfte, gehe in deine Gefühle rein, auch wenn es weh tut, gönne dir einen Tag der Heilung, nur für dich zum Weinen, um Musik zu hören, um den Schmerz zu verarbeiten, um den Menschen, den du liebst, dir auch näher anzuschauen, ja, auch Schritte zu gehen, auch wenn dein Herz dagegen ist, traue dich, weil deine Seelenbotschaft lautet, es ist an der Zeit, den Zauber, den du vor längere Zeit verloren hast, egal wann es war, wieder fließen zu lassen, zu erkennen und hell in dir einflößen zu lassen und zu leuchten. Ja? Warum? Weil wenn du es mit einem Seelenpartner zu tun hast, ja, oder du es mit einem Menschen zu tun hast, den du sehr, sehr liebst, geht es darum, je freier deine Seele ist, je freier dein Herz ist, je freier dein Geist, dein wahres Sein ist, kannst du dich und deine Liebe oder die Liebe zu diesen Menschen, die Liebe zu deiner Familie, die Liebe zu deinen Kindern, die Liebe zu dieser Seele, mit auch welcher auch immer du in Verbindung bist, kannst du beschützen. Warum? Weil du liebst. Weil die Verantwortung, die in dir ist, ist eine Pflicht, deine Seele zu beschützen, aber auch deine Aufgabe und deine Pflicht, aus der Liebe heraus die Seele deines Gegenübers, ja, zu beschützen und zu behüten, auch wenn ihr keinen Kontakt habt. Vielleicht ist es schwer zu verstehen, aber die Seelenebene sind so aktiv, dass beide Seelen, egal mit welcher Seele ihr es zu tun habt, in wahrer Liebe ist, in wahrer Konnexion sind, in wahrer Verbundenheit, in wahrer Fülle. Aber deine Seele trauert, sie weint. Sie ist ein bisschen unglücklich, sie ist ein bisschen vom Weg abgekommen. Gönne und gebe deiner Seele und deinem Herzen und deinem Sein jetzt die Möglichkeit, in die absolute Heilung zu kommen. Okay? Warum ist das so wichtig? Weil schau mal, wenn wir lernen, wenn wir unsere Lernaufgaben wirklich ernst nehmen, wenn wir verstehen, dass wir auf dieser terrenalen Ebene viel mehr zu bieten haben, wie nur ein Körper, wie nur ein Lächeln, wie nur einen sexuellen Akt, wie nur eine Arbeit nachzugehen, ja? Wenn wir erkennen, dass wir als Menschen auf diesem terrenalen Sein sind, um Meisterprüfungen zu machen, um anderen Menschen auch aufzuzeigen, wo die heiße Ring geht, ja? Auch dir selber beizubringen, dass wir manchmal ein Urteil haben oder an jemanden festhalten, der gar nicht gesund ist. Und hier ist es wichtig, dass du nochmal in die Vergangenheit schaust, nochmal deine Situation dir anschaust, nochmal aus einer Zone des Komforts rausgehst, nochmal Erzengel Raphael um Heilung bittest, um Wegweisung bittest, dich nochmal mehr mit dir selber zu engagieren und nicht zu vergessen, wer du wirklich bist. In dir blüht eine neue Lebenskraft aus, ein Meister, eine Meisterin des Lichtes. Ja, du bist ein Geschenk, du hast eine terrenale Aufgabe, eine geistige Aufgabe, eine spirituelle Aufgabe. Die Seelenbotschaft, die Tagesbotschaft lautet, vertraue auf den Zauber und die Magie in dir, weil die geistige Welt weiß immer ganz genau, was für dich wichtig ist. Beschütze deine Seele und beschütze die Seele von diesem Menschen, der dir so am Herzen liegt, auch wenn es dafür nötig ist, diese Situation, diesen Menschen ein bisschen zurückzulassen. Okay, schau mal.
wenn du versuchst, auch wirklich nur im Ansatz versuchst, ein bisschen drüber nachzudenken, ein bisschen zu meditieren, wirst du lernen, auch aus deinen Träumen, aus diesem Leben, aus vergangenen Leben zu lernen, zu wachsen, zu reifen, neue Kraft zu schöpfen. Erschaffe durch deine neue Version, die langsam kommt, wie die Mondphasen ihre Zeit brauchen, wie eine Schwangerschaft ihre Zeit braucht, so wie die Erfahrungen in der Liebe ihre Zeit brauchen, zu verarbeitet zu werden, ja? Kannst du dir eine neue paradiesische Zukunft kreieren, sagt deine Seele, indem du uns zuhörst, indem du uns erlaubst zu leuchten, zu verzeihen, zu heilen, unsere Chakren zu öffnen und uns selber zu schützen. Die Tages- und die Seelenbotschaft lautet, Erzengel Raphael ist bei dir, beschütz dich und liebe dich. Liebe du dich selber, dann wirst du geliebt, ja? Sei kreativ, damit sich dir alle beruflichen Wege auch öffnen, auch in der Liebe. In dir blüht ein neues Licht der Liebe auf. Deine Seele schreit nach Geborgenheit, nach Sehnsucht. Achte auf deine Träume und du wirst sehen, dass sobald du anfängst, dich zu akzeptieren, die Situation zu akzeptieren, ohne Manipulationen, sondern aus der tiefsten Ehrlichkeit, wird sich vieles in deinem Hier und Jetzt verändern. Wow, Leute, was für eine wunderschöne Botschaft. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ein wunderschönes Erlebnis mit dieser Tagesnachricht, mit dieser Seelenbotschaft. Danke, dass ihr wieder dabei seid, an meinen Kanal liked, teilt, abonniert, kommentiert vor allen Dingen. Eure Kommentare sind unglaublich wichtig für mich und auch für diesen Kanal und auch für euch, auch für andere, zu schauen, wie eure Resonanzen sind, euer Empfinden sind. Öffnet euer Herzchakra, öffnet euer Halschakra und lasst die Heilung zu, auch wenn der Schmerz so groß ist, ja, lasst es zu, es kann alles nur besser werden, euch erwartet eine wunderschöne Zukunft, im Hier und im Jetzt dürft ihr alles richtig machen, auf euren Herzen vertrauen, aber eurem Herzen, eurer Seele auch den Raum geben und die Notwendigkeit geben, sich zu äußern durch Vibrationen, durch Zeichen, durch Erkenntnis, damit ihr auch die Fülle erreicht und Erzengel Raphael vor allen Dingen euch die Energie der Heilung geben kann, die es bedarf im jeweiligen Fall von euch, okay? Private Legung, zielorientierte Therapien, Leute, schreibt mich an und ich wünsche euch alles Liebe, weil denkt dran, gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht, weil das Leben und die Liebe sind es absolut lebenswert. Eure Intuition führt euch immer zu mir, wenn der Moment bereit ist, weil ihr seid das offene Tor der unendlichen Fülle und des Wohlbefindens, was nichts und niemand schließen kann. Verdankt der geistigen Welt, die wird immer alles in eure Richtung, in die richtige Richtung leiten. Vertraut darauf und liebet einander und liebet euch selber und vertraut auf eure Seele, weil besser wie eure Seele, ganz tief in euch, weiß niemand, ja, und Gott persönlich, was für euch das Richtige ist. Fühlt in euch hinein. Ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns bis dahin. Bye.